Hallo und Halleluja! Schön, dass ihr mit dabei seid im heutigen Video. Also ich freue mich, also ich persönlich freue mich sehr auf und über dieses Video, weil ich diese Erkenntnis so in der Art auch erst in den letzten Tagen und auch explizit heute nochmal hatte. Und ich möchte diese Erkenntnis gerne mit euch teilen. Es geht um das Thema Manifestieren und dass wir so manifestieren, dass wir am Ende auch glücklich sind mit dem, was wir uns manifestiert haben. Denn im Ende haben wir uns alles manifestiert, häufig unbewusst. Jetzt haben wir schon verstanden, dass wir selber die Dinge in die Hand nehmen können, dass wir bewusst manifestieren können. Dann lernen wir viel mit unserem Geist zu arbeiten, wir lernen mit unseren Emotionen zu arbeiten. Aber das größte Geheimnis beim Manifestieren, das eigentlich kein Geheimnis ist, ich werde es auch mit euch teilen, dass es, also es war für mich total öffnend und hat mir persönlich sehr, sehr geholfen, auch in meiner aktuellen Lage, weil der ein oder andere von euch weiß ja, dass ich, also während ich, also in dem Moment, wo ich dieses Video aufnehme, auf Wohnungssuche bin. Ja, also ich weiß, ich möchte irgendwo einen Bodensee ziehen, aber ich habe noch nicht die richtige Wohnung gefunden. Und es ist so, dass ich mir schon ein paar Wohnungen angeguckt habe, aber ich hatte nicht so das Gefühl von, ja, das ist es. Ich konnte es nicht beschreiben, es war nicht das Gefühl da. Ja, weil ich bin auch so ein Mensch, ich kann es mir nicht allein vorstellen im geistigen Auge. Für mich ist es immer was, ich muss es fühlen. Nur das Ding ist, es geht nicht nur ums Vorstellen, es geht nicht nur ums Fühlen, sondern es geht darum, dass man selber zu dem wird, was man möchte. Und das hört sich jetzt erstmal total komisch an, so, ja, wie soll ich zur Wohnung werden, Daniela? So, hä, wie soll ich denn zur Wohnung werden? Erstmal, ja, dein Körper ist dein Tempel, also du hast eine Wohnung, du kannst zu ihr werden. Dein Zuhause darfst du erst in dir finden. Das ist genauso wie wenn wir auch einen Partner wollen. Unsere Liebe dürfen wir erst in uns finden und dann wird sie im Außen gespiegelt, weil die Welt ist ja nur ein Spiegel. Deswegen immer, wenn wir zu dem werden, was wir anziehen wollen, dann manifestieren wir das, was uns wirklich glücklich macht. Und vorher werden uns häufig Themen gespiegelt. Und so war es bei den bisherigen Wohnungen so, dass ich zwar gesagt habe, ja, die sind schön, die sind irgendwie toll und ja, waren echt Schmuckstücke dabei, aber die waren auch nicht so ganz ruhig. Also ich war so ein bisschen, entweder war da irgendwo eine Straße, ja, oder dann irgendwie mit den Nachbarn, so wo ich das Gefühl hatte, das irgendwie, das engt mich ein oder da ist Lärm oder ich glaube, das könnte unruhig werden. Und das war so das Thema Unruhe. Und dann ist mir bewusst geworden, auch nochmal durch einen Austausch auch mit anderen, also es ist immer wichtig, auch mit anderen über eure Themen zu reden, weil die häufig wirklich, also von außen auch gute Impulse kommen. Ne? Deswegen, ich lehne ja auch keine Hilfe ab. Ja, das möchte ich an der Stelle auch nochmal betonen, dass wenn auch Erkenntnisse aus mir kommen, kann das auch zu tun haben mit Inspirationen von außen. Ja? Deswegen öffnet euch da auch. Auf jeden Fall ist mir dann bewusst geworden, Daniela, diese Unruhe im Außen ist ja auch nur der Spiegel von dir. Also wenn du eine ruhige, entspannte Wohnung haben möchtest, dann werde dazu. Und das war jetzt so mein letzter, ich sage jetzt mal, Baustein, der mir gefehlt hat. Und ich habe aber immer mir Wohnungen kreiert, manifestiert, die diese Unruhe hatten, weil ich sie in mir hatte. Deswegen, das ist das Wichtige, wenn ihr, egal was ihr manifestieren wollt, zu dem werdet, was ihr anziehen möchtet, weil wir uns ja anziehen. Ja, wir ziehen auch Wohnungen an, wir ziehen Menschen an. Deswegen ist es wirklich immer wichtig, sich zu öffnen
offen zu sein im Herzen, damit wir auch Signale senden können und mit dem Herzen zu manifestieren. Und das Manifestieren ist dann eben das zu dem Werden. Das ist die höchste Form auch der Bewusstwerdung. Ja, dass du, sagen wir mal, du willst eine Wohnung manifestieren oder einen Partner. Sagen wir, du willst einen Partner manifestieren. Ja, dann kannst du dir aufschreiben, wie soll er sein? So Eigenschaften. Dann kannst du dir aufschreiben zu diesen Gedanken und Eigenschaften, kannst du dir Gefühle aufschreiben. Ja, wie soll es sich anfühlen? Ja, was ist das für ein Gefühl, vielleicht abends irgendwo im Garten zu sitzen oder so? Was ist das für ein Gefühl, wenn man sich umarmt? Was ist das für ein Gefühl? Ja, also du kannst dir Gedanken dazu machen, du kannst daraus auch Gefühle erzeugen und eben damit manifestieren. Das ist der eine Punkt. Aber der wichtigste Schritt ist eben, erstmal zu dem, zu der zu werden, was du anziehen möchtest. Und das ist das Geheimnis vom Manifestieren, weil wenn du noch ein Thema in dir hast, dann ziehst du es im Außen an. Und deswegen ist auch die persönliche Weiterentwicklung so enorm wichtig. Nicht nur für Beziehungen jeglicher Art, nicht nur für die Wohnungssuche, sondern für seinen eigenen Seelenfrieden, weil wir vor unseren Themen nicht weglaufen können. Und dann sagen wir häufig so, ja, was weiß ich, das Land ist doof. Oh, ich will weg aus diesem Land. Ich will weg aus der Stadt. Ich will weg aus der Beziehung. Ja, und dann fliehen wir. Mit der Wut im Leibe fliehen wir. Und wir nehmen aber das Thema mit, weil wir haben es ja in uns. Also wir können nicht davor weglaufen. Und ich glaube, da geht es jetzt vielen gerade so, dass die sich bewusst werden, hey, ich bin ja eigentlich nur weggelaufen. Und das geht aber nicht, weil du immer wieder Beziehungen dir kreieren wirst oder auch Wohnsituationen, wo du immer wieder dein Thema vor die Nase geführt bekommst. Und dann mach nicht den Fehler und versuch den anderen zu helfen. Ja, sei es jetzt die lauten Nachbarn oder dein Partner, der ein Problem hat, mach nicht den Fehler und versuch immer dein Thema in den anderen zu lösen. Du darfst es erkennen im Außen und in dir lösen. Und dann kreiert man sich auch nicht mehr unbewusst. Ja, und das ist Schöpfung, Manifestation auf höchster Ebene, wo wir uns dann gar keinen Stress mehr machen müssen, weil es dann einfach zu uns geführt wird, zusammengefügt wird, was wirklich zu unserer Seele passt. Und das geht aber eben erst dann, wenn wir schön unsere Themen lösen und rausgehen und immer gucken, so wie ich jetzt bei der Wohnung suche. Und immer, wenn mir eben was bei den Wohnungen auch nicht gefällt, dass ich es in mir löse. Und dann funktioniert es mit dem Manifestieren. Und das ist nämlich so die Quintessenz, dass wir erkennen, es ist ja alles nur immer unser Spiegel. Also wir ziehen uns ja emotional, energetisch an und spiegeln uns die Themen. Ja, und es ist anstrengend, es ist richtig anstrengend, wenn man immer Themen gespiegelt bekommt. Wir haben jetzt aber diesen Bewusstseinsstand, wo wir in der Lage sind, die Themen schnell zu lösen, damit uns die Liebe gespiegelt wird. Ja, also nicht nur im neuen Zuhause, sondern auch bei den Partnern. Und wenn wir unsere Hausaufgaben machen, sage ich jetzt mal, dann müssen uns keine Themen mehr gespiegelt werden, weil wir sie nicht mehr in uns haben. Und da ist es jetzt eben für mich ganz wichtig, noch mehr wirklich in die Passivität, in die Weiblichkeit zu kommen, in die innere Ruhe, damit mir diese innere Ruhe von meinem zukünftigen Zuhause gespiegelt wird und nicht mehr die Unruhe. Und deswegen kannst du so viele Manifestationstechniken, sag mal Manifestationstechniken anwenden, wie du möchtest. Solange du noch was in dir hast, wirst du dir das immer wieder kreieren. Ja, deswegen auch beim Thema Traumpartner, Seelenpartner, manifestieren und anziehen, ist totaler Humbug.
Du ziehst erst Menschen an, die dir dein Thema spiegeln. Und wenn du die Themen gelöst hast, musst du keine Menschen mehr anziehen, die dir die Themen spiegeln. Und dann kommen die Seelenpartner oder die Menschen, die wirklich dir deine Liebe spiegeln, weil du sie in dir nach außen getragen hast, weil du zur Liebe geworden bist. Das ist Spiritualität, das zu erkennen. Und da müssen wir uns nicht jeden Tag hinsetzen und sagen, ah, manifestieren und das soll so und so sein. Weil es wird uns niemals wirklich glücklich machen, wenn wir es nicht aus unserer Seelenessenz, aus unserer Liebe manifestiert haben. Und das geht eben nur dann, wenn wir unsere Themen lösen und das eben die Parallelen auch erkennen, was es eben ja mit unserer Wohnungssuche zu tun hat, mit Seelenpartner anziehen oder was auch immer du möchtest. Du bekommst es, wenn du zu dem wirst, was du haben möchtest. Ja, weil alles nur ein Spiegel ist. Und wenn du nicht mit dir glücklich bist, wenn du dich nicht liebst, wenn du nicht in deiner Kraft bist, aber erwartest, dass du einen Menschen dir manifestierst, der in seiner Kraft ist, der sich liebt und der dich lieben kann, dann funktioniert das nicht. Zumindest nicht in der Tiefe, in der deine Seele lieben möchte. Sich, das Zuhause, die Mitmenschen und ihr Leben, dein Leben. Ja, und deswegen werde ich jetzt einfach noch mehr in meinen Frieden kommen und noch weniger tun und empfangen und eben zu dem werden, was ich anziehen möchte. Und das können nur Menschen, die sich wirklich öffnen im Geiste, aber auch im Herzen. Denn wenn ich im Herzen verschlossen bin, kann ich nicht auf Herzebene das anziehen, was meine Seele, mein Herz möchte. Deswegen ist auch immer wichtig, wenn du irgendwo unzufrieden bist, dass du nicht aus dieser Unzufriedenheit dich verschließt. Ja, und zum Beispiel sagst, alle Männer sind doof, alle Frauen sind doof, das Land ist doof, ja, oder doof, ne? Dann bist du im Widerstand, du bist in der Ablehnung und vor allem verschließt du dich. Und erst wenn du dich öffnest und sagst so, ja, ich finde jetzt auch nicht alles perfekt, aber hey, ich akzeptiere es so, wie es ist. Ich akzeptiere gerade mein Zuhause so, wie es ist. Ich akzeptiere das Land, die Menschen, den Bewusstseinszustand, akzeptiere ich so, wie es ist. Und aus dieser bedingungslosen Liebe und Akzeptanz heraus geschieht der Wandel. Nicht, wenn wir weglaufen und sagen, hier, wann erwacht das Land oder wann erwachen die Menschen? Ja, nicht aus der Ablehnung, nein, aus der Liebe und aus der Annahme. Und immer wenn wir im Außen was ablehnen, dann haben wir es noch nicht in uns integriert. Na, deswegen eben, ich bin jetzt hier, ich bin im Frieden mit der Umgebung, mit den Menschen, ja, mit dem, wo ich lebe, wie ich lebe. Obwohl, wenn ihr meinen Kopf fragen würdet, würde das sagen, alles doof. Aber ich fühle wirklich diese Akzeptanz und diese Annahme. Und ich weiß, dass aus dieser Annahme die Veränderung erfolgt. Und dass jetzt dadurch, dass ich eben erkannt habe, was das Geheimnis des Manifestierens ist, ich mir auch noch leichter meine Wohnung oder mein neues Zuhause eben kreieren kann, indem ich das, was mich an den Wohnungen, die ich angeguckt habe, gestört hat, indem ich das in mir verändere und anpasse. Und ich hoffe sehr, dass ja, euch das auch einen Impuls geben konnte. Ich bin sehr gespannt auch auf euer Feedback. Also sagt mir gerne Bescheid, wie ihr dazu denkt und fühlt. Und ja, das war's. Alles Liebe und Amen over and out.